Also, wow, willkommen zu meinem nächsten Vlog und wow, dieses Mal war echt viel los bei mir. Wir haben Ostern gefeiert, es war wirklich sehr schön für mich und ja, ich habe ein paar Aufnahmen gemacht hier und da. Am Sonntag habe ich leider nichts, da war bei mir auch nicht viel los, also da habt ihr nichts verpasst. Und ja, die restlichen Tage habe ich mich jetzt einfach aufgenommen, nämlich der Freitag, der Samstag und Montag. Und ja, das kommt jetzt hier im Anschluss. Wir sehen uns dann nochmal am Ende vom Video. Bis dann. Tschö. Also, ich bin hier bei meinen Eltern und jetzt hat gerade meine Schulter geknackt. Das war echt nicht normal. Mann. Ja, ich bin jetzt hier. Ich habe keinen Plan, wie ich die Kamera am besten halten soll. Jetzt habe ich schon wieder Haarprobleme, na bravo, okay. Egal. Auf jeden Fall, wir färben gerade Ostereier und Sekunde. Das sind unsere Ostereier. Noch sind sie knallweiß, aber die werden dann nachher gleich bunt. Und wir benutzen diese Farben. Ja, die sind so gelige, glitschige Dinger, die man ins Wasser legt und dann wird daraus irgendwann Farbe. Vielleicht ist meine Mutter so ein bisschen gibt es über eins der gelben glitschigen Dinger. Hier haben wir eins der gelben glitschigen Dinger und die werden dann ins heiße Wasser gestellt und dann werden die immer flüssiger und dann habe ich noch Sepoten. Was Sepoten ist Sepoten? Entschuldigung. Ja. Dann muss man die noch schütteln. Und ja. Ich bin auch nicht alleine. Ich habe heute die totale Familienunterstützung. Meine Mom ist da, mein Dad und mein großer Bruder. Hi, großer Bruder. Ja. Das war mein großer Bruder. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil, wo ich euch dann zeige, wie man das Ei färbt. Also dann, tschüss. Das stimmt. Ja. Okay, Weltklasse. Das war jetzt mein Dad mit seinem Kommentar des Tages. Karfreitag. Und das sind jetzt die Farben. Wir haben die jetzt in so irgendwas Gläschen reingetan. In, ja, das doch, warmes Wasser. Dann haben wir hier so Eierbecher, damit, wenn es dann gefärbt ist, damit es dann da irgendwie trocknen kann. Hier sehen wir meine Mom, wie verrückt die Farbe schüttelt. Das klittelt. Also das ist also dieses Klitschgeräusch. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Also wenn ich jetzt klitteln. Also. Okay. Ah, und hier der Tipp des Jahres, immer Handschuhe. Im Päckchen dabei waren diese wunderschönen Handschuhe, die es aber auch so noch gibt. Und ja, es gibt natürlich auch noch andere Arten, Eier einzufärben, aber wir haben es uns dieses Jahr einfach gemacht. Also dann, tschö! Ein bisschen zu früh gestartet mit dem Reden, aber jetzt. Also, wie ihr hier seht, haben wir jetzt die zwei wichtigsten Dinge für das Eier bemalen, nämlich Mamas Hand und die Farbe. Und Mami zeigt euch jetzt mit ihrer Hand, wie das dann gemacht wird. Da kommt ein bisschen Farbe auf die Hand. Oh, ist die laufig. Dann wird das so gerieben und dann wird das Ei da drin rumgerollt. Und am besten bleibt man über dem Tisch, sonst hat man es bald frisch überall auf dem Boden. Ja, und dann kann man damit so Eier bemalen. Gut, so funktioniert es. Ich zeige euch dann am Ende, wie es aussieht und wir sehen uns dann. Tschö. Ja, also wir sind mit dem ersten Durchgang fertig, haben aber noch mega viel Farbe übrig. Mein Vater ist auch schon müde, den kann man voll vergessen. Und mein Bruder versucht gerade Fotos von mir zu schießen. Also nett lächeln, damit es wenigstens auf dem Foto ein schönes Foto gibt. Da kommt gerade meine Mutti mit der zweiten Ration. Und da hinten seht ihr schon unsere ersten gefärbten Ostereier. Ich zeige euch nachher noch ein paar, also etwas genauer die Ostereier. Und wir sehen uns dann. Bis nachher. Tschüss. Ja, das war jetzt meinem Vater sein Tipp, wie man die Farbe von der Hand wegkriegt mit Heuswasser. Hier sind unsere fertigen Ostereier. Und mein persönliches Meisterwerk ist, nenne ich hiermit offiziell Mama-Ei. Es hat eigentlich Mamas Namen plus Ei, aber ja. Was unsere größte Leistung ist, ist, wenn ich die Hände meines Bruders mit draufnehmen darf. Meinem Vater und mir ist jeweils ein Ei
kaputt gegangen. Das passiert halt mal. Meins ist einfach auf den Boden getitscht. Das ist das da. Was ist das von meinem Papa? Das ist ihm einfach auf den Tisch getitscht. Ja. Und tja. Das passiert. Das passiert jedem. Gut, meinem Bruder, meiner Mutter ist nicht passiert, aber mir und meinem Dad passiert sowas halt schneller. Und hiermit ende ich meinen ersten Tag von den Ostertagen mit dem wunderschönen Cookie-Ei. Bis dann. Wir sehen uns dann morgen. Da bin ich dann bei meinen Großeltern und da werde ich euch dann auch noch mitnehmen. Bis dann. Tschüss. Hey ho. Also, wir haben jetzt Ostern. Mein absoluter Lieblingsfeiertag. Mein Osterhase riecht zurzeit leider Gottes wie ein Iltis. Eigentlich eher wie eine Horde Iltis. Ne? Aber alles in allem war heute Morgen schon schön, weil sie hat mich zum Begrüßung einfach mal abgeschleckt und sie war auch total schmusig, was ein bisschen unangenehm war, wenn man den Duft bedenkt, aber trotzdem war es total süß. Wir haben jetzt Abend und wir kriegen jetzt nachher gleich unser Essen. Es gibt Knödel und Nudeln und etwas Soße und dazu Rotkohl. Vielleicht zeige ich euch das nachher mal so ein bisschen. Ja, mit Essen kann man immer so schön, man kann immer schön essen. Ich habe heute dieses Jahr was ganz Besonderes bekommen. Ein Lindhasen mit einer braunen Schleife. Ich sammle die auch sowieso. Den habe ich bisher noch nie. Mit der Kamera sieht der gerade voll süß, aber ist ein bisschen wie Isa. Das ist ein bisschen süß. Gerade eben haben mein Vater und ich noch Spiel des Lebens genau gespielt. Eins der lautesten Spiele, die ich kenne. Aber das hat richtig Spaß gemacht und ich habe gewonnen. Die Zwillinge, die ich in der dritten Runde bekommen habe, haben mir Bonuspunkte gebracht. Yay! Sonst, was sonst noch so heute ist, ist das, was vielleicht viele von euch mitbekommen haben, heute ist echt total der Sonnenschein und ich bin total platt und habe Kopfschmerzen und ja, es kann einem schon die Laune verderben. Vor allem diese Sonne. Naja, eigentlich nur die Sonne, sonst ist eigentlich recht gut. Und ja, deswegen werde ich mir vielleicht heute Abend dann doch noch eine kleine Schmerztablette, eine halbe oder sowas leisten oder so. Aber naja, man wird sehen. Ihr seht natürlich nicht, dass es hier so hell ist, weil auf dieser Seite ist der Rollladen total runter, also der ist zu. Und auf der Seite gibt es keinen Rollladen, aber naja. Gut, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann, tschüss. Ein wenig größer alles gemacht. Ja. Meine Oma hat uns dieses Jahr richtig schöne große Knödel gemacht. Die kommen dann nachher in den richtig riesigen Wassertopf. Mann, so einen riesen Wassertopf habe ich noch nie gesehen. In all den Jahren, nicht? Da sind ein paar Nudeln, da ist auch irgendwas und da ist auch noch was. Rotkraut ist hinten drin. Ah, da ist Rotkraut drin und dann ist da was drin. Tomatisches Fleisch. Ah, dazu gibt es dann ein schönes Rahmsüßchen. Da gibt es Brotkrümel. Oh, die liebe ich immer. Die brauche ich nicht mehr. Ihr Teilchen vor dem Mund, tut mir leid. Wir sehen uns später, wenn das Essen fertig ist. Dann tschüss. Also, meine Grammy zeigt euch jetzt, wie man Knödel macht. Das Wasser ist hier und das kocht jetzt gleich. Ja. Und dann kommen da einfach die Knödel rein. Ja. Und die wird einmal aufgekocht und dann dürfen sie nur noch sieden. Was ist sieden? So ganz leicht vor sich hin. Ah! Ganz leicht. Also dann, tschüss! Leute, ich weiß nicht, ob man mich hört, aber ich hocke hier gerade am Bahnhof. Da vorne fährt ein Krankenwagen und ja, wir warten gerade auf eine Bekannte und ja. Mir fällt gar kein besserer Begriff ein. Und ja, also ich sitze hier mit meiner Babette. Die ist auf dieser Seite und auf der Seite ist mein Winfried. Und es ist arschkalt, aber naja, wir warten. Nicht wahr. Doch, ist lauwarm. Also bitte, ich habe eine Frostbeule am Fuß.
ja auch hier. Okay, also dann, wir sehen uns. Tschö. Heute ist übrigens Montag, also der Tag nach gestern. Wow, das war jetzt wieder mal so unnötig, das zu sagen. Aber okay, also dann, tschö. Okay, der Montag ist hiermit auch vorbei. Ich fand dieses Jahr mein Ostern wieder mal wunderschön. Es war übrigens auch parallel mein erstes Ostern mit Babette und Winfried. Wir haben was sehr Leckeres gegessen, Nudeln mit so einer Zitronensauce. Das war echt so viel lecker. Und dann haben wir noch Zeit miteinander verbracht und das war echt toll. Heute Mittag habe ich noch Marshmallows gemacht. Die sind auch gut geworden und ja. Die werde ich jetzt nachher noch gleich ein bisschen schön schneiden, damit sie dann Ding sind und dann halten die voll lang. Gut, wir sehen uns dann. Tschüss! Also hier noch ein Tschüss von unserem Osterhasen. Und ich dachte, ich zeige jetzt als Abschied noch Isa und ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unser Vlog gefallen hat. Ja. Die Rückenseite von Isa gefällt uns vielleicht, hoffe ich auch, dass sie gefällt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen oder auch einen Kommentar. Wie habt ihr Ostern verbracht? Erzählt mir was. Und ja, das war jetzt mein ganzes Osterfest. Und ja, gut, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe einen Tag übersprungen, nämlich den Sonntag. Aber da bin ich ehrlich gesagt nur platt im Bett gelegen und habe geschlafen. Und ja. Gut, also dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao! So, also dann, nachdem Isa euch ja so schön verabschiedet hat, dachte ich verabschiede euch auch noch und sage euch einfach, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch und ich hoffe sehr, dass euch mein Blog gefallen hat. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen, auch ein Abo wäre schön und auch wenn ihr Fragen habt oder erzählt mir, wie bei euch Ostern war, dann tut es gerne. Ich freue mich. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Das müsste, wenn alles nach Plan läuft, am Mittwoch sein. Und ja, wenn nicht, dann ist es das Freitagsvideo. Aber dann habt ihr am Mittwoch zwei Videos gehabt. Okay, wir sehen uns. Tschüss.